Also, mein Name ist Frank Schäbler, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Musberg, ein Ortsteil von Leinfelden-Echterdingen in der Nähe von Stuttgart. Bin amtierender Weltmeister im Ringen, habe sehr große Träume gehabt und habe sie immer noch. Mein Traum ist auch Olympiasieger zu werden, bin schon Europameister und Weltmeister, wie gesagt. Richte mein komplettes Leben nach diesem Traum aus und ja, so zu meiner Kurserstellung. Bin meistens gut gelaunt, immer gut drauf und ja, versuche das beizuhalten. Ja, seit ich 4 Jahre alt bin, gehe ich hier auf die Matte in Musberg. Ja, man kann sagen, die Kammer des Schreckens für mich, die Ort der Qualen, aber auch des Triumphes. Und ich habe da sehr, sehr, sehr viel leiden dürfen. Aber natürlich ist das auch der Geburtsort des Erfolges. Der Erfolg hat einen sehr, sehr großen Preis. Schon von klein auf, ja, wenn man große Träume hat, seit ich 14 bin, angefangen, wenn der Freundeskreis dann halt mal abends zusammen ist oder ins Kino geht oder Party macht, dann war ich halt im Training und bin da meistens nicht mitgegangen. Dort hat alles schon angefangen und das zieht sich dann irgendwie so durchs Leben. Und jetzt auch, ich habe parallel die Ausbildungen, 2 Ausbildungen absolviert, habe jetzt 50% Arbeitsstelle nebenher absolviert und geleistet, neben dem Leistungssport, neben 10 Einheiten Training pro Woche. Und natürlich gehört da sehr viel Verzicht dazu, aber man muss halt immer wissen, für was man es macht. Und meine Träume waren groß und für mich war immer das ein kleiner Preis, den ich geleistet habe für den Traum. Also zuallererst sage ich immer, ja, träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. Und das hat sich bei mir recht früh rauskristallisiert, dieser ja, große Traum, mal Weltmeister zu werden oder diesen Traum von einer Olympiateilnahme, jetzt sogar von olympischem Gold. Und ja, der Traum, woher weiß ich das? Weil es einfach was ganz Besonderes ist. Immer wenn ich dran denke, wenn ich diese Vision in meinem Kopf aufrufe, dann kribbelt es in meinem Körper. Ich habe noch dieses absolute Glücksgefühl, was sonst ganz, ganz schwer im Leben zu bekommen ist, außer durch die Familie. Und ja, immer wieder, wenn das Gefühl aufkommt, weiß ich, dass es das Richtige ist, dass es sich lohnt, die Schmerzen dafür zu zahlen und die Entbehrungen. Und deswegen, ja, gehe ich jeden Tag neu an diese Mission, an den Traum ran. Natürlich habe ich oft diese Tage. Da gehört ein gutes Umfeld dazu mit der Familie, mit einem guten Trainer, wo einen auch täglich wieder neu motivieren kann. Aber ich selbst habe halt auch immer, wie schon gesagt, den großen Traum und der hält mich am Leben. Ich sage mir jeden Morgen, ja, leide jetzt und lebe danach ein Leben als Champion, wie es Muhammad Ali schon gesagt hat und das motiviert mich dann auch wieder täglich. Also mein Coach und Mentor, der Andreas Stäbler, hat mir schon früh beigebracht, ein Feigling stirbt 1000 Tode, ein Krieger nur einen. Und da das Beispiel auch mit dem Zahnarzt, jemand hat die ganze Woche Angst vorm Zahnarzt, seit Montag, hat am Freitagnachmittag erst einen Termin und stirbt jeden Tag 1000 Tode. Am Freitagmorgen ruft dann die Arzthelferin und sagt, der Zahnarzt ist krank und dann war alles umsonst. Und deswegen hat immer gesagt, so ähnlich ist es im Wettkampf, ja. Man muss erstmal die Situation kommen lassen, abwarten und wenn es dann wirklich so ist, dann kann man sich dann immer noch darauf einstellen und muss davor keine Angst haben und der Krieger stirbt nur einen Tod. Ja, es war die schwerste Woche meines Lebens. Der Traum ist eigentlich frühzeitig geplatzt. Ich persönlich wollte es nicht wahrhaben, habe trotz schwerer Verletzungen durchgezogen, habe teilgenommen, bin im Endeffekt auf einem Fuß mehr oder weniger 7. Olympiasieger geworden. Und ja, es hat sich gelohnt. Ich habe einfach alles dafür, wirklich alles dafür getan, diesen Traum zu leben. Hab wirkliche harte Schmerzen ausgehalten und vom Mentalen ganz zu schweigen, aber ich konnte meinen Traum leben und ich bereue es nicht. Ich kann in den Spiegel schauen und kann mir sagen, ich habe alles, wirklich alles für diesen Traum getan und deswegen alles okay soweit. Ja, natürlich ist ein Riesentraum geplatzt und da war ich auch ehrlich gesagt erst mal ein paar Tage, auch ein paar Wochen total geblättet, mental gebrochen, aber habe mich dann auch durch ein gutes Umfeld wieder gefangen. Und jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, sage ich immer, ja, alles im Leben hat seinen Sinn. Wäre es mit der ersehnten Goldmedaille in Rio, hätte es schon geklappt, dann hätte ich alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt in meinem Bereich, in meiner Branche sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ich mich dann nochmal 4 Jahre täglich quälen hätte können. Jetzt ist es so gekommen und Schicksal hat seinen Lauf genommen. Ich habe ein neues Ziel ausgesprochen, das ist die erfolgreiche Olympiateilnahme 2020 in Tokio und werde mich da jetzt täglich wieder alles dafür geben und ich denke, das ist ja, das Resultat daraus, dass es weitergehen muss und es wird auch weitergehen. Muss, das ist unabdingbar. Also es gibt 2 Bereiche. Der eine ist vor dem Wettkampf, das heißt, man braucht den absoluten Fokus. Man muss
Sachen ausblenden, die unwichtig sind, ja, egal ob es jetzt Medienanfragen oder sonstiges sind. Man muss alles rechts und links ausblenden können, wenn es darauf ankommt, den absoluten Tunnelblick haben. Und ja, wie schafft man es danach im Alltag, auch wenn es mal nicht so läuft? Ich denke, ein großes Schlagwort, Stichwort ist da Dankbarkeit. Wenn man eine gewisse Dankbarkeit verspürt für seine Gesundheit, für eine tolle Familie, für die Erfolge in der Vergangenheit, dann ist alles in Relation gesetzt und nicht so schlimm, wie es zuerst scheint. Ja, das war eine aussichtslose Situation. Es war gegen den Lokalmatador in Belgrad vor 5000 Serben. Ich lag hoffnungslos zurück und habe dann ein paar Sekunden, 3-4 Sekunden vor Kampfende so eine Hechtrolle, die Medien, die Presse hat es dann das fliegende Eichhörnchen getauft, gemacht, habe ihn irgendwie in der Luft zu fassen bekommen und konnte in letzter Sekunde die entscheidenden Punkte machen und Europameister werden. Und ja, das zeigt nur, man muss bis zur letzten Sekunde immer dran glauben. Das liegt sehr dicht beisammen. Also eine ganz große Gabe, wo mein Trainer immer sagt, ist, dass ich mehr leiden kann als alle anderen. Wenn alle anderen aufhören, dann kann ich noch ein Stück weitermachen. Aber auch ist eine gewisse Perfektion. Ich will immer alles rausholen, immer 110% geben. Diese große Gabe ist aber gleichzeitig auch eine große, wie sagt man, Missgunst oder ein großer Stein im Weg, weil natürlich dann, wenn es mal nicht so läuft, ich auch gleich alles hinterfrage und alles in Frage stelle, und das ist natürlich auch nicht wie immer produktiv, ja, eher kontraproduktiv, und deswegen hängt es sehr dicht beieinander. Das funktioniert nur, wenn man Vision hat, wenn man Träume hat, wenn man Ziele hat. Und die müssen nicht jetzt in meinem Bereich Weltmeister oder Olympiasieger werden, sondern man kann das auslegen auf den normalen Arbeiter, egal ob es im Arbeitsleben, im normalen Sportbereich oder im Leistungssport ist. Man muss sich immer hinterfragen, was will man im Leben erreichen, wo will man hin. Man muss sich kleine Steps setzen, nicht den großen Berg vor sich sehen, weil dann schreckt der meistens so ab, dass man schon gar keine Lust hat, ja. Sondern man muss erstmal die ersten Schritte machen und dann kommt das alles ins Laufen. Und dann sage ich immer, Step by Step kann man sich dann hocharbeiten, größere Ziele mit der Zeit haben und sich dann da entlang hangeln. Ja, also zusammengefasst eigentlich, ja, nicht, ja, schwer zu sagen, man sagt immer Dream Big, ja. Ich sage auch immer, man braucht die ganz große Vision, aber man darf nicht nur die alleine haben. Man braucht viele kleine Milestones, Zwischenschritte auf dem Weg dorthin, und dann kann man sich Stück für Stück entlanghangeln. Und dann ist es auch, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht so schlimm, weil der nächste Schritt erreichbar ist. Wenn man nur den großen Berg vor sich sieht, ist es ganz, ganz schwer. Das vielleicht als Tipp von meiner Seite. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. Und ja, das versuche ich tagtäglich, und das kann ich nur so weitergeben. Danke für deine Zeit. Dankeschön. Gerne schön. Erfolg.